Meine sehr geehrten Damen und Herren, hier im Saal, im Museum Karlshorst und natürlich auch meine sehr geehrten Damen und Herren, wo auch immer Sie dieser Veranstaltung an den Bildschirmen von jetzt an folgen werden oder Sie sich die Veranstaltung im Nachgang anschauen. Also noch einmal herzlich willkommen und ich bin ja wirklich sehr beeindruckt, dass Sie bei diesem wunderbaren Wetter und bei dieser Hitze es hierher gefunden haben, aber der Vorteil dieses Hauses ist, es ist kühl hier drin. 2009 erklärte das Europäische Parlament den 23. August zum Europäischen Gedenktag mit dem Titel »Zum Gewissen Europas und zum Totalitarismus«. Ein Tag, der der Erinnerung und dem Gedenken an die Opfer von Nationalsozialismus, Stalinismus und Faschismus gewidmet sein sollte. Und angeregt worden war diese Empfehlung, eine solche Entschließung zu verabschieden von Abgeordneten aus den drei baltischen Republiken, Lettland, Estland und Litauen, sowie vom ehemaligen Präsidenten der Tschechischen Republik, Václav Havel und Joachim Gauck. Warum dieser Gedenktag? Am 23. August 1939 unterzeichneten Deutschland und die Sowjetunion den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt, auch Ribbentrop-Molotow. Pakt genannt. Und zu diesem gehörte neben dem bekannten Nicht-Angriffsvertrag ein geheimes Zusatzprotokoll, in dem die Einflusssphären der beiden totalitären Regime in Europa festgelegt wurden. Nur eine Woche nach der Unterzeichnung dieses Vertrages überfiel das nationalsozialistische Deutschland am 1. September Polen. Und dieses Datum markiert den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die Sowjetunion ihrerseits fiel vereinbarungsgemäß am 17. September 1939 von Osten her in Polen ein. Und Polen wurde also zum ersten Opfer des Zweiten Weltkriegs, ausgeliefert an die beiden totalitären Mächte, die die bis dahin in ihren jeweiligen Ländern praktizierten Repressalien nun auch auf die neuen Einflussbereiche übertrugen. Das nationalsozialistische Deutschland mit seinem verbrecherischen, rassistischen Angriffs- und Vernichtungskrieg, dem Millionen Menschen zum Opfer fielen. Allein 6 Millionen Menschen im Holocaust, ermordete Juden, Hunderttausende Sinti und Roma, Millionen als minderwertig deklarierte Menschen und vor allem auch 27 Millionen Sowjetbürger. Die stalinistische Sowjetunion wiederum etablierte ihr mörderisches Regime in den besetzten Gebieten Polens, in Belarus, der Ukraine und 1940 in den drei baltischen Republiken Estland, Lettland und Litauen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erfolgte die Zuordnung der Gebiete im Osten Europas entsprechend der Vereinbarungen zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion in eben diesem geheimen Zusatzprotokoll. Bis Ende 1989 wurde durch die Sowjetunion die Existenz dieses Zusatzprotokolls und die Vereinbarung über die Aufteilung der Länder Mittel- und Osteuropas abgestritten. Und als der oberste Sowjet schließlich am 24. Dezember 1989 die Existenz der geheimen Absprachen einräumte, wurden diese nur als Zitat Akt der persönlichen Macht Stalins eingeordnet. Wladimir Putin hat sich in den vergangenen Jahren wiederholt zu diesem Pakt geäußert. Er erklärte Polen zum Komplizen Nazi-Deutschlands und der Westmächte und er stellte in den Raum, dass andere Länder auch geheime Zusatzprotokolle mit den Nazis abgeschlossen haben könnten und bot seine Hilfe bei der Untersuchung an. Bis heute ist die Interpretation des Vertrags umstritten. Das zeigt sich auch an der öffentlichen Wahrnehmung dieses Tages, der, wie gesagt, 2009 vom Europäischen Parlament zum Europäischen Tag des Gedenkens erklärt wurde. Immer wieder wird beklagt, dass der 23. August, Zitat, ein Gedenktag ist, den keiner begeht. Zitat Ende. Woran liegt es, dass die Geschichte der totalitären Gewalterfahrungen in Mittel- und Osteuropa im Westen noch immer vor allem in Bezug auf die NS-Herrschaft und den Holocaust wahrgenommen wird, und die jahrzehntelange kommunistische Herrschaft nur eine untergeordnete Rolle spielt. Mit der Einrichtung dieses Gedenktages verband sich die Hoffnung, dass die Erinnerung an die totalitären Regime und deren Verbrechen sowie deren Überwindung politisch nicht instrumentalisiert werden würde, sondern, Zitat, zu einer gemeinsamen Sicht auf die Geschichte beitragen könnte. Denn
Die Erinnerung an die tragische Vergangenheit Europas müsse wachgehalten werden, um die Opfer zu ehren, die Täter zu verurteilen und die Fundamente für eine Aussöhnung auf der Grundlage von Wahrheit und Erinnerung zu legen. Zitat Ende. Diesem Anspruch soll auch die heutige Veranstaltung dienen, aufzuklären darüber, was der 23. August 1939 bedeutete und warum es bis heute so schwierig ist, ein europäisches Erinnern zu gestalten, das die unterschiedlichen historischen Erfahrungen mit Unfreiheit und Diktatur, aber auch mit Freiheitswillen und Demokratie in seinen Erinnerungshaushalt aufnimmt. Besonderer Dank gilt heute. Diejenigen, die unserer Bundesstiftung schon länger verbunden sind, wissen, normalerweise finden die Veranstaltungen bei uns statt. Also ein besonderer Dank gilt heute den Kolleginnen und Kollegen, allen voran dem Direktor Jörg Moret des Museums Karlshorst, in dessen Räumen wir unsere heutige Veranstaltung stattfinden lassen können. Besonders danken möchte ich auch Professor Claudia Weber, Anke Giesen, die erfreulicherweise für die verhinderte Irina Scherbakowa eingesprungen ist, sowie Mikola Borowik von der Stiftung Sächsische Gedenkstätten, der heute einen weiteren Blick auf den Hitler-Stalin-Pakt und seine Folgen einbringen wird. Damit wünsche ich uns allen einen interessanten Abend und im Nachgang wird es weiterhin die Möglichkeit geben, das, was auf dem Podium oder in der Diskussion offen geblieben ist, bei einem Glas Wein und einer Brezel zu vertiefen. Vielen Dank. Ja, damit übernehme ich. Vielen Dank, Anna Kaminski. Herzlich willkommen. Das ist übrigens der historische Saal, an dem am 8. Mai 1945 der Zweite Weltkrieg in Europa zu Ende ging. Nur noch mal für alle die, vielleicht die das erste Mal heute hier sind. Das ist ja das Herzstück unseres Museums. Ich war doch sehr erfreut, als die Stiftung Aufarbeitung auf uns zukam. Also einmal wurde ich angefragt zur Moderation und dann ging es um den Ort. Und dann habe ich gedacht, naja, dann machen wir das eben gleich hier. Historisch ist der Ort allemal. Das Datum 23. August wäre jetzt am Mittwoch erreicht. Ein wichtiger Punkt. Und der Reihe nach, sozusagen auch wie Sie jetzt hier sitzen, stelle ich Ihnen kurz unsere Diskutantinnen vor. Wir haben 90 Minuten Zeit, dann eben sozusagen die Verlängerung beim Getränk. Wir können auch in den Garten gehen. Also da haben wir viel Zeit und Raum, um Dinge zu diskutieren, die vielleicht hier noch nicht diskutiert worden sind. Professor Dr. Claudia Weber, herzlich willkommen. Hier direkt zu meiner Linken begrüße ich. Sie ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sie ist diejenige, die also vor einigen Jahren, 2019, nochmal ein weiteres Buch zum Hitler-Stalin-Pakt vorgelegt hat. Deswegen habe ich Sie auch gleich verpflichtet, das Auftaktstatement zu machen, um nochmal kurz zusammen, nicht das ganze Buch zusammenzufassen, aber was denn da so passiert ist. Frau Weber hat nach ihrem Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Leipzig, dann von 1991 bis 1996 Südslawistik, Politikwissenschaften, Ost- und Südosteuropawissenschaften, ebenfalls an der Uni Leipzig studiert. Dann war sie in mehreren, war sie international unterwegs, in Ohio, Wien und auch in Bulgarien und schloss dann 2003 ihre Studien mit einer Dissertation zu einem Thema der bulgarischen Erinnerungskultur ab. Also richtig schön südslawistisch. Dann war sie, stimmt. Ne? Leipzig ist ein Schwerpunkt für die südosteuropäische Geschichtsforschung. Dann war sie anschließend ebenfalls in Leipzig wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann Assistentin am dortigen historischen Seminar, kurzes Intermezzo, na so kurz war es eigentlich nicht, das waren 7 Jahre, am Hamburger Institut für Sozialforschung. Da war das Thema Kalter Krieg stark für sie im Zentrum. Und sie ist seit Ende 2014 Professorin an der Viadrina der Universität in Frankfurt oder und dort Professorin für europäische Zeitgeschichte. Ja, und hat eben ein Buch zum Thema geschrieben, was sie sicherlich qualifiziert, heute hier auf dem Podium zu sitzen. Ansonsten bin ich sowieso immer sehr dankbar, Sie auf dem Podium zu haben. Also herzlich willkommen. Noch mal wieder gern hier.
Dr. Mikulaj Bordovík ist aus Sachsen zu uns herbeigeeilt. Er baut nämlich dort die KZ-Gedenkstätte Sachsenburg mit auf, seit 2020. Von Hause aus ist er Historiker, hat das in Kiew studiert, an der Taras Schewtschenko-Universität, und ist dann 2015 als Postdoc an das Graduiertenkolleg für Ost- und Südosteuropa-Studien am Historischen Seminar der Ludwig-Maximilians-Universität in München gewesen und dann eben von Bayern nach Sachsen, ist es dann nicht so weit, jetzt eben nach Sachsen. Und ja, ihm fällt natürlich jetzt auch von seinem Herkommen her ein wenig die Rolle zu, uns über die aktuellen, jüngeren Entwicklungen, vor allen Dingen aus der ukrainischen Perspektive, zu diesem Thema des Molotow-Ribbentrop-Paktes oder Hitler-Stalin-Paktes darzulegen. Herzlich willkommen. Dr. Anke Giesen ist sozusagen der Überraschungsgast, obwohl sie für mich jetzt nicht so die Überraschung ist. Sie hat Germanistik und Russistik, ne? Oder Slavistik, Russistik, ja. Ne? Ja. Genau sein. Studiert und dann haben wir gemeinsam in Hamburg das Referendariat für das höhere Lehramt absolviert. Späterhin hast du dich dann promoviert an der Universität Magdeburg, bist jetzt mehr im sozialpädagogischen Bereich unterwegs, aber, und das ist der entscheidende Grund, mit im Board, internationalen Board von Memorial International. Und von daher natürlich ein kongenialer Ersatz für Frau Scherbakowa, die eben ganz kurzfristig hat absagen müssen. Frau Giesen ist schon lange, lange beim Memorial dabei, ist also auch in diesen ganzen Windungen der sehr aktuellen russländischen Geschichtspolitik bestens versiert. Also von daher herzlich willkommen, dass du da bist. Und vor allen Dingen, ihr beide habt ja schon öfter auf dem Podium gesessen, also auch hier ein eingespieltes Team. Herzlich willkommen. Ja, damit kurzes Statement, Frau Weber. Was ist passiert und warum ist das, gibt uns das bis heute keine Ruhe? Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann heute, auch wieder in diesem Raum sein kann. Und ich habe überlegt, Anna Kaminski hat ja schon einiges zur Ereignisgeschichte des Hitler-Stalin-Paktes gesagt. Und ich denke, ich kann das vielleicht, muss ich nicht in allen Details und Ausführungen, diejenigen, die hierher gekommen sind, glaube ich, interessieren sich für dieses Thema und kennen die Ereignisgeschichte in ihren Grundrissen. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich nur auf ein paar Aspekte noch mal hinweisen möchte, vielleicht. Zum einen zum Hitler-Stalin-Pakt und Nicht-Angriffsvertrag, also 23. August 1939. Das war eben der deutsch-sowjetische Nicht-Angriffsvertrag. Als Hitler-Stalin-Pakt, das ist der Auftakt zum Hitler-Stalin-Pakt eigentlich, ich würde als Hitler-Stalin-Pakt immer diese gesamte Zeit bezeichnen, von September 39 bis zum Juni 41. Denn in der Zeit, das war auch meine Motivation, mich wissenschaftlich damit zu beschäftigen, passiert ja einiges. Also wir haben eben nicht nur den 23. August 39, sondern viele Monate, in denen Nationalsozialismus und Stalinismus als Verbündete zusammenarbeiten. Und meine Frage war immer, was passiert eigentlich in diesen 22 Monaten? Also wir kennen das Foto von aus dem Kreml, Ribbentrop, Molotow und Stalin. Aber okay, wie geht's dann eigentlich weiter? Und ich würde sagen, das ist die Zeit des Hitler-Stalin-Paktes. Und ich war ganz froh, dass Anna Kaminski in ihrer Einführung auf Putin hingewiesen hat und wie er ihn deutet, diesen Nicht-Angriffsvertrag. Und tatsächlich sagt ja die putinsche Geschichtspolitik momentan auch, was wollt ihr eigentlich? Haben doch alle mit Hitler Nicht-Angriffsverträge gemacht. Also wir sind ja nur die Letzten in der Reihe gewesen quasi. Und da hat er rein faktisch nicht Unrecht. Also Nicht-Angriffsverträge zu schließen, war in den 30er Jahren in Europa gang und gäbe. Also wir haben 32 den polnisch-sowjetischen Nicht-Angriffsvertrag, wir haben 34 den polnisch-deutschen Nicht-Angriffsvertrag. Also diese Vertragswerke sind gar nicht so ungewöhnlich.
Was aber den Hitler-Stalin-Pakt ausmacht und auch so perfide macht, ist tatsächlich das geheime Zusatzprotokoll. Und da ist ja Putin eher mit seiner Vermutung und mit seiner Spekulation, dass er sagt, naja, vielleicht haben die anderen ja auch geheime Zusatzprotokolle gemacht. Und da fängt es dann an, kompliziert zu werden. Und Sie wissen sicher auch alle, dass dieses geheime Zusatzprotokoll oder so wird das immer erklärt, also da wird eigentlich die zu erhoffte Beute verteilt, also die Interessensphären territorial abgesteckt. Und ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, noch mal darauf hinzuweisen, dass auch in diesem geheimen Zusatzprotokoll noch nicht alles festgelegt ist. Das macht es so spannend. Und wenn man sich den Text noch mal anschaut, dann steht da sogar im geheimen Zusatzprotokoll drin, dass man noch nicht genau weiß, wie man mit Polen umgehen soll. Da steht ja drin, also die Möglichkeit eines sogenannten Restpolens wäre ja noch offen. All das beschließt man dann ja erst Ende September, als Ribbentrop zum zweiten Mal nach Moskau fliegt. Da werden die Grenzlinien dann gezogen, da werden die Territorien viel enger, also da werden sie dann wirklich verteilt. Und ich finde das spannend, gerade mit Polen, denn in ersten Gesprächen gibt es die Idee, also in den Verhandlungen, die im Juli, August stattfinden, dass die Sowjetunion Zentralpolen besetzt, also Warschau, Krakau. Und Stalin nimmt Abstand von dieser Idee und sagt, nein, nein, das sollen lieber die Deutschen machen. Und es gibt auch ein Telegramm von Ribbentrop an Hitler, der sich darüber beschwert und sagt, wir sollen jetzt Polen bekommen. Damit bekommen wir das ganze Problem des polnischen Widerstandes. Es gibt ja einen Grund, warum Stalin sagt, nein, nein, Zentralpolen wollen wir nicht haben. Aber Hitler sagt, okay, damit kommen wir klar. Also das habe ich in dem Buch ja geschrieben, überschätzt das oder unterschätzt den polnischen Widerstand ganz fürchterlich. Ich will damit nur sagen, da ist noch nicht alles entschieden. Damit beginnt der Hitler-Stalin-Pakt mit dem 23. August. Aber die Territorien sind noch nicht endgültig verteilt sozusagen. Das passiert dann erst in den Wochen später, weil ja auch keiner weiß, ich glaube, ein Grund ist, man weiß nicht genau, wie verläuft dieser Krieg, wie verläuft der deutsche Überfall in Polen und vor allen Dingen, wie reagieren die internationalen Mächte, wie reagieren Großbritannien und Frankreich, die ja dann am 3. September Deutschland den Krieg erklären, nicht der Sowjetunion, sondern Deutschland wird der Krieg erklärt und am 1. September, also vorher mit dem Einmarsch Hitlers in Polen, beginnt der Zweite Weltkrieg. Also wichtig, es gibt gute Gründe dafür, dass der Nicht-Angriffsvertrag der Startpunkt ist, aber Dinge dann später noch ausgehandelt werden. Also das ist ein Aspekt, soll ich noch weitermachen? Also ich kann noch stundenlang. was ist sozusagen das historisch Empörende, sag ich mal, daran, sodass wir uns jetzt 80 Jahre später da immer noch dran erinnern? Und dass es ein europäischer Gedenktag hat werden müssen, sag ich jetzt mal so. Naja, also das Empörende ist die Art und Weise, wie in einem sehr imperial-kolonialen Habitus die Territorien Osteuropas untereinander aufgeteilt werden. Also, dass man das im geheimen Zusatzprotokoll noch nicht völlig klar definiert, hat ja nichts damit zu tun, dass man sie nicht besetzen will. Mhm. Und wir vergessen auch häufig, dass Finnland ganz klar im geheimen Zusatzprotokoll schon auftaucht. Und die baltischen Staaten. Wir reden immer viel über Polen, aber es geht auch ganz klar um Finnland. Also der Winterkrieg wird vorweggenommen und die sowjetische Seite definiert das für sich auch gar nicht als Krieg. Und man ist ja der Meinung, das kommt später in den Gesprächen zwischen Molotow und Hitler zum Ausdruck, dass man davon ausgeht, also das gehört uns. Also das ist kein Krieg, den wir da führen. Wir nehmen uns nur, was uns gehört. Also ich finde, das ist auch sehr eklatant, wenn ich mir dann die gegenwärtige Argumentation so anschaue. Das ist empörend. Empörend sind die Erfahrungen, die die besetzten Länder daraufhin machen in den folgenden Jahren. Also die Erfahrung
des Terrors und der Willkürherrschaft beider Ideologien, also von Nationalsozialismus und Stalinismus in Osteuropa, das, was Timothy Snyder mal als die Bloodlands bezeichnet hat. Also das sind Bloodlands in Europa. Und ich finde es auch immer wichtig, dabei darauf hinzuweisen, dass am 1. September 1939 in Polen und in Osteuropa und dann auch in Finnland ein Vernichtungskrieg beginnt. Mit Hitlers Überfall und dann mit dem Einmarsch der Roten Armee. In Westeuropa nicht. Also wir haben eine ganz frappierende Teilung des Beginns des Zweiten Weltkriegs in Europa. In Westeuropa, also Großbritannien und Frankreich erklären den Krieg am 3. September, in Westeuropa beginnt der Sitzkrieg. Es passiert nichts. Also während in Osteuropa Menschen vertrieben werden, Menschen massakriert werden, Menschen sterben. Und ich denke, um den Bogen zu schließen, die Nichtanerkennung ist, glaube ich, zu stark. Aber die vielleicht für die osteuropäischen Staaten auch fehlende Berücksichtigung dieses unermesslichen Leids und dieses Terrors, den sie durchgemacht haben, während in Westeuropa eben der Sitzkrieg läuft, führt dazu, dass wir uns heute noch an diesen Krieg erinnern sollen und auch die Befindlichkeiten, meine ich gar nicht despektierlich, sondern auch die Eindrücke und die Erfahrung in Osteuropa und im Baltikum ernst nehmen sollten. Auf jeden Fall. Eine Nachfrage kann ich mir jetzt tatsächlich nicht verkneifen. Hier im Hause haben wir ja auch das Thema Vernichtungskrieg als zentrales Thema unserer Dauerausstellung, als deutsch-sowjetischen Krieg, und fangen da erst am 22. Juni 1941 an zu erzählen, um es jetzt mal so zu sagen. Also wir übergehen nicht das Thema Hitler-Stalin-Pakt, wir können das oben bei uns auch alles nachlesen. Aber Sie würden schon sagen, das beginnt eigentlich alles am 1. September. Also der 22. Juni, da läuft im Grunde dieser Vernichtungskrieg schon. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, also ein Kollege von mir, Jochen Böhler, hat dazu ein sehr kluges Buch geschrieben. Er nennt das dann Auftakt zum Vernichtungskrieg. Mhm. Also ich könnte den Schritt weitergehen und sagen, ja, wenn ich mir anschaue, was passiert, es gibt ja dann eine deutsch-sowjetische Grenze, nicht? Also Polen hat aufgehört zu existieren und was an dieser Grenze passiert, auch mit den jüdischen Flüchtlingen, was in den Städten passiert, also ich muss ja die ganzen Ereignisse in Krakau an der Universität und der Umgang mit der Intelligenz, ja, Katyn, gar nicht die AB-Aktion auf deutscher Seite, das wissen wir ja. Das ist Terror, das ist Vernichtung. Also das beginnt 1939 und es beginnt eben, und ich glaube, darum ist es uns auch ein bisschen schwer gefallen, darüber zu sprechen lange Zeit oder das auch so in diese 22 Monate zu schauen. Einige Vernichtungsaktionen sind eben deutsch-sowjetische Vernichtungsaktionen und man stimmt sich ab. Und das war für mich ein ganz spannendes Kapitel an diesem Hitler-Stalin-Pakt. Ja, ja. Heftiges Nicken bei Herrn Borowiak. Warum nicken Sie? Was auch aus meiner Sicht, was auch muss betont werden muss, was empörend ist auch, wie ähnlich die Situation in beiden Gebieten ist. Ja. So theoretisch sollten wir das, was Unterschiedliches erwarten, ja, zu erwarten. Aber das passiert ganz genau wie in beide Zonen, weil wir in kommunistische und nationalsozialistische Besetzungszonen. Bevölkerungsumtausch, ja, Deportation, Verschleppen von Kindern, Vernichtung von Intelligenz. Ja, das alles, dieser politische Terror, das alles ganz genau. Und wir können Vernichtungskrieg, das könnte auch als kolonialen Krieg bezeichnet werden, oder vernichtungskolonialen Krieg, weil die Politik war das Gleiche. So, es ist egal, welche Ideologie auf beiden Seiten war. Dass diese Perspektive sehr wichtig ist, ich glaube. Und auch die Motive von beiden Seiten, ja, es wurde sehr viel über die Weltrevolution gesprochen und so weiter und über die Rechtfertigung, die Sowjetunion hatte. Aber tatsächlich, es war eine reine imperialistische
Politik, mit der Besetzung von den Gebieten. Und es wurde aus der sowjetischen Seite gesprochen über die historische Rechte zum Beispiel. Es wurde erwähnt, dass es funktioniert nicht, dass Finnland gehört zu Russland und so weiter. Aber zum Beispiel Bukowina gehört nicht. Ja? Sie nutzten die Argumente, welche sie wollten, um einfach das zu rechtfertigen, was sie bekommen könnten. Ja, wie es wahrscheinlich auch hier und heute passiert. Naja, aber nur mal ein bisschen sozusagen im Mittelteil. Gegenüber Finnland läuft das ja nicht ganz so, aus sowjetischer Sicht, ganz so unproblematisch, wie es jetzt in den baltischen Ländern gelaufen ist. Es gibt einen Winterkrieg, in dem die Rote Armee erstmal schlecht abschneidet. Und auf internationalen Druck kommt es dann zu einem letztendlich von internationaler Seite erzwungenen Frieden, der zwar territoriale Verluste Finnlands zur Folge hat, aber Finnland bleibt souverän. Aber der wichtigste Unterschied war, dass die Finnen einfach könnten Widerstand leisten. Das war ein entscheidender Faktor. Ohne Widerstand von den Finnen ist keine internationale Reaktion oder kein Einfluss hätte. Das ist entscheidend und auch heute auch. Vielleicht. Gut, zu dem heute kommen wir noch. Vielleicht darf ich nur hinzufügen, ja, ich denke auch, bei mir geht es, glaube ich. Die Sowjetunion gibt Finnland damit nicht auf. Überhaupt nicht. Also das ist wird betrachtet als eine momentane Niederlage. Man muss Konzessionen machen und man kann Finnland nicht besetzen. Aber das führt ja auch zum Konflikt innerhalb des Paktes zwischen den Deutschen und der Sowjetunion, der Umgang mit Finnland. Also als Molotow dann nach Berlin reist und klar wird, dass eigentlich deutsche Truppen in Finnland sind, ist ja eine Konfliktlinie in diesem Pakt, der Umgang mit Finnland. Und die Sowjetunion, Molotow, macht in Berlin ziemlich klar, dass es überhaupt keine Idee gibt, auf Finnland zu verzichten. Und dass man, also das hat nicht geklappt, der Winterkrieg, aber selbstverständlich, das haben wir festgelegt im geheimen Zusatzprotokoll, Finnland gehört zur Sowjetunion. Mhm. Also sie geben es nicht auf, keineswegs. Ich glaube, das ist dann eher vorübergehend und haben aber noch im Blick, dass sie das irgendwann schon haben möchten. Jetzt schon gleich in den Saal, das ist heikel, aber ja. Riga verlassen. Ja. Da ist auch meine Frau nicht mehr in Riga geboren, sondern erst in Gnesen. Weg. Ja, vielleicht reicht das so. Ja, wegen der Übertragung brauchen wir das Mikro, sonst hört man sie nicht. Gut. Also von meiner Familie her ist es also so, dass die Baltendeutschen wohl Hitlers Folge raus mussten, damit Hitler dort ordentlich bombardieren kann. Nicht? Es gibt, ja, und damit schließe ich dann schon wieder die Runde in den Saal. Sie kommen noch früh genug dran. behaupte ich jetzt. Es gibt große Umsiedlungsaktionen. Heim ins Reich wird das dann tituliert, aber das ist nicht ganz freiwillig, dass eben die Deutschen aus den baltischen Ländern dann ins Reichsgebiet umgesiedelt werden, deportiert, würde ich das jetzt vielleicht nicht nennen, aber es ist eine durchaus mit Zwang verbundene Umsiedlungsaktion. Vollkommen richtig. Bleiben wir aber jetzt noch sozusagen auf der sowjetischen Seite. Man könnte jetzt, Herr Borowiak, böse sagen, die Ukraine hat aber einen Vorteil davon. Also in Belarus ist der 17. September 1939 der Tag der Wiedervereinigung von Belarus, weil eben der heutige östliche Teil des Landes, westliche Teil des Landes, Teil von Belarus, der Republik Belarus wurde. Bei der Ukraine verhält sich's da? Ein Vorteil war, dass die Hunderttausende von deportierten Menschen, Zehntausende von festgenommenen Menschen und ja, Ukraine war kein unabhängige Staat damals. Es war ein Teil von der Sowjetunion und diese Territorien wurden zur Sowjetunion gewonnen, nicht für die Ukraine. Und die Ukraine, das Vorteil hatte, dass die Ukraine, die westliche Ukraine früher als östliche Teil im Zweiten Weltkrieg
eingetreten sind. Das ist der Vorteil. Und das ist ein Teil von der russischen Diskurs heute, dass wenn die Ukrainer diesen Pakt verurteilen würden, dass das sollen sie westliche Regionen nach Polen zurückzugeben. Das ist das Teil von der russischen Propaganda. Wenn wir über die juristischen Rahmen sprechen würden, dass tatsächlich dieser Pakt nach dem Angriff von der Deutschen nach Sowjetunion außer Kraft gesetzt wurde. Ja, das war nicht mehr gültig. Und wenn wir über derzeitige Grenzen von der Ukraine sprechen, das sind schon viel mehr die Ergebnisse von Jalta und Potsdam als von Moskau 1939. Und wenn wir in diesem Sinne weiter dieses Gespräch führen würden, dann können wir über Ostpreußen sprechen, ja? Und viele, viele andere Regionen in Frage stellen. Ich würde das in dieser Richtung weiter nicht Diskussion führen. Ja, danke für diese Klarstellung. Aber gibt es denn eine, wie soll man sagen, ukrainische Diskussion, heftige Diskussion, wie auch immer, über den Pakt oder über die Folgen des Paktes? Naja, es gibt immer in der Ukraine Diskussionen zu allen Fragen. Wenn wir über die Erinnerungskultur zum Thema in der Ukraine sprechen würden, ich würde sagen, dass die Situation ist in der Ukraine vielfältig oder war. Ja, es gibt große Unterschiede im Vergleich vor dem Krieg und nach dem Krieg. Krieg ist größer und vereinfacher. Ja, aber ich versuche das ein bisschen in kleine historische Perspektive zu darzustellen, wie es in der Ukraine aussah. So insgesamt, ich kann da sagen, dass diese Aufarbeitung, ja, und Darstellung von und Repräsentation von dieser historischen Ereignis in der ukrainischen Erinnerungskultur war vielfältig, widersprüchlich und dynamisch, ja, wie das Land selbst, ja, das bis zum diesem Krieg. Wenn wir über die so historische Beurteilung des Ereignisses sprechen würden, dass in der Ukraine die Situation ist ähnlich wahrscheinlich zu polnischer und litauischer und ganz im Gegensatz zu russischer, ja, das ganz anders. Dieses historische Ereignis ist in der Ukraine oder wurde in der Ukraine fast einstimmig als ein historisches Verbrechen verurteilt. Sowohl durch die offizielle Erinnerungspolitik als auch in der breiten Öffentlichkeit und in der Bevölkerung, das war einstimmig. Darüber hinaus wurde diese historische Gegebenheit, diese historische Tatsache als ein unter der wichtigsten Argumente in russisch-ukrainischen Erinnerungskriegen genutzt. Ja, das ist gut bekannt, dass die Darstellung von Ukraine als Nazi-Kollaboratoren ein Hauptthema von russischer Propaganda zur Ukraine ist. Das ist Hauptdiskurs. Ja. Und die Ukraine im Gegensatz verweisen auf diese Pakt, um das zu zeigen, dass Moskau längere Zeit hinweg und in großer Umfang mit Nationalsozialisten kollaboriert hat. Ja, das. Und als ein symbolisches Ereignis sehr häufig ist diese gemeinsame militärische Parade am 22. Mhm. September in Brest von der Wehrmacht und Rote Armee genannt. Das ist ein Symbol, ja, in diesen Diskussionen. So, das ist einstimmig, das ist ein Verbrechen war. Aber schon die Frage von der Schuldzuweisung Anfang von dem Zweiten Weltkrieg, von dem Ausbruch von dem Zweiten Weltkrieg, die offizielle ukrainische Erinnerungsdiskurs hatte zuvor eher so mildere Formulierungen genutzt. Es wurde mindestens in Schulbüchern es wurde so geschrieben, dass diesen Pakt hat für Hitler Werk geeignet, das Zweite Weltkrieg anzufangen. Gleichzeitig es wurde auch betont, dass die Sowjetunion am 17. September auf der Seite von der Aggressor in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Das ist völlig klar in der Ukraine, das ist Verbrecher. Aber die Frage ist zum Beispiel, wer ist der Täter? Wenn wir einen Verbrecher haben, wer hat diese Verbrechen gemacht? Ja, und dann dabei, es gibt schon die Nuancen, zum Beispiel, es ist Stalin selbst oder Stalin und Kommunisten oder Sowjetunion oder die Russen zum Beispiel. Ja, es können Varianten sein und
In diesem Fall zuvor, vor dem Krieg. Ja, mit Stalin ist es alles ist klar. Ja, Stalin ist äußerst negativste Figur im ukrainischen kollektiven Gedächtnis, mit großem Abstand. Aber es wäre sehr, sehr naiv und erinnerungspolitisch nicht effektiv und nicht sinnvoll, diese gesamte Schuld auf solche Ereignisse und diese Politik nur auf eine Person zu weisen. Und in der Ukraine am häufigsten ist dieser oder wurde dieser Abkommen als eine Verschwörung von zwei Totalitarismen definiert, von der nationalsozialistischen und kommunistischen oder sowjetischen. Es gibt schon hier die Nuancen. Und diese Darstellung ist auch und wurde und ist breit wahrgenommen und gut angenommen, aber schon die verbundene Idee der Gleichsetzung von zwei Regimen wurde nicht so einstimmig wahrgenommen in der Ukraine. Und ganz schweigend, denn dass die Sowjetunion als Mitverbrecher zu betrachten, ja, der zum Beispiel, es gibt solche Meinungen, die sollte auch in Nürnberg neben Nazi-Deutschland verurteilt werden als Kriegsverursacher. Ja, diese Ideen waren nicht so breit wahrgenommen in der Ukraine, weil die Ukrainer überwiegend unterschieden zuvor zwischen stalinistischer Sowjetunion, stalinistischem totalitären Regime, der die Repressionen durchgeführt, der Holodomor organisiert hat, der diese aggressiven Kriege geführt hat, und der Sowjetunion, die diesen Krieg gegen Nazi-Deutschland geführt hat. Eigentlich gegen, so, das, es geht hier über eigene Großväter und Großmütter. Ja? Und es war hier immer solcher Unterschied, und nicht nur in der breite Öffentlichkeit und der Massenwahrnehmung, aber auch in der offiziellen Erinnerungspolitik in der Ukraine. Sie war immer widersprüchlich bis zum Letzten, weil Hauptnarrativ zum Zweiten Weltkrieg in der Ukraine ist, dass es Darstellung von dem Krieg ist als eine nationale Tragödie von der Ukraine. Und dass die Ukraine als die Opfer von zwei Totalitarismen waren und gezwungen wurden, gegeneinander zu kämpfen. Ja, das ist eine. Aber es gibt auch eine heroische Linie und ist immer das betont, dass die Ukrainer, die in verschiedenen Armeen von Anti-Hitler-Koalition kämpften, und schließlich Rote Armee, sie auch einen großen Beitrag in die Niederlage von Nationalsozialismus geleistet haben. Und es ist ein bisschen Widerspruch. Das ist eine so, ich nenne das retrospektive Nationalisierung. Ja? Mhm, es geht nicht im Fall von den Helden zum Beispiel. Es geht zum Beispiel, wenn wir über Verbrecher, die Täter aus der ukrainischen Seite sprechen. Ja, wenn es über die Beteiligung des Holocaust zum Beispiel geht. Es ist, diese Leute sind immer retrospektiv nationalisiert in großer Mehrheit. Ja, das ist eine andere. Das ist ein spezielles Thema sozusagen. Aber in diesem Fall, diese Politik war immer widersprüchlich und wahrscheinlich teilweise, dieses Narrativ wurde auf den Westen orientiert. Ja, das versucht, diese Politik von Russland Widerstand zu leisten, dieser so Verdienst von der Sieg über den Nationalsozialismus noch auf Russland zuzuweisen. Das zu sagen, dass Ukraine war auch unter denjenigen waren, die Auschwitz befreit haben. Ja, das ist eine. Aber diese Narrativ auch sehr starke innere Anspruch hatte, immer. Das ist genug zu sagen, dass bis zum dieses Jahr, der Tag des Sieges, dieser 9. Mai, rein sowjetisches Feiertag, unter dem am so breitesten unterstützten offiziellen Feiertag in der Ukraine war. Es ist gemäß, laut alle Umfragen, es war durch die große Mehrheit von der Bevölkerung unterstützt als offizieller Feiertag. Und nur dieses Krieg hat alles verändert. Zum Beispiel laut jüngsten Umfragen, die Unterstützung von dem Verbot von der Propaganda von Kommunismus
schon ein bisschen überholt die Unterstützung von dem Verbot von Propaganda von Nationalsozialismus in der Ukraine. Es gibt die sogenannte Dekommunisierungsgesetze und diese Propaganda von beiden Ideologien ist in der Ukraine verboten. Und zuvor die Unterstützung von Verbot von Kommunismus war immer niedriger. Jetzt, das ist fast das Gleiche. Ja, und Kommunismus jetzt ist sehr stark mit Russland assoziiert. Noch interessanter ist, dass jetzt, das ist auch ganz neu, die Unterstützung von der Idee, dass Ukraine eine Kolonie von Russland war, jetzt große Mehrheiten von der Ukraine hat. Das ist auch das erste Mal. Hier unterbreche ich mal. Das ist total spannend. Sie merken schon, es ist sehr komplex. Wir müssen das wahrscheinlich nachher ein bisschen sortieren. Ich versuche jetzt mal wieder zu dem Ereignis des Hitler-Stalin-Pakts zurückzukommen. Aber man kann festhalten, also es ist auf jeden Fall eine laufende Diskussion, die jetzt natürlich durch den aktuellen Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, nochmal eine neue Drehung bekommen hat. Wenn man das vielleicht so als Zwischenergebnis stehen lassen kann. Ein paar Wörter dazu, einfach zu ergänzen, warum ich habe das alles so gesagt. Im 2014, ich habe selbst versucht, die imperialen Rahmen für die Darstellung von des Paktes in der Ukraine vorzuschlagen. Ich blieb ungehört. Es war alles absurd von großer Mehrheit in der Ukraine. Jetzt, ich habe keine jüngsten Umfragen gesehen, aber ich habe schon die Formulierungen in der Veröffentlichung getroffen, dass am 23. August 1939 die Russen haben mit Nationalsozialisten verschworen, um Europa zu spalten. Ja, das ist ganz, ganz neue Situation in der Ukraine. Es sieht so aus, dass es braucht man Angriffskrieg mit deutlichen genozidalen Absichten, um das zu diesem Verständnis zu kommen, dass russische imperialen Staat immer in gleicher Weise gegenüber den Nachbarn sich verhalten. Das ist die Situation für heute. Okay. Damit wären wir jetzt mal endlich bei der russischen Seite angekommen. Ja. Anke, du hast schon mal heftig genickt, aber trotzdem mal sozusagen als Leitfrage. Ist die Aufarbeitung, die Beschäftigung mit diesem Pakt ein notwendiger Schritt, um den Stalinismus aufzuarbeiten? Ich habe jetzt eben deutlich genickt, weil es ging ja stark um die Frage, wer ist eigentlich Täter? Und wer wird heute als Täter wahrgenommen? Und wenn man also den russischen Diskurs betrachtet, dann geht es eigentlich immer darum, irgendjemand muss ja Subjekt gewesen sein und gesagt haben, ich unterschreibe diesen Pakt. War es Stalin oder war es die Sowjetunion? Und heute ist die Frage, wer trägt die Verantwortung für die Folgen? Also wer ist sozusagen der Verantwortungsnachfolger? Und das ist in diesem Fall im russischen Diskurs spannend, weil Russland sagt ja nie, wir sind der Rechtsnachfolger der Sowjetunion, sondern wir sind der Erbe der Sowjetunion. Wir haben den Sitz im UNO-Sicherheitsrat geerbt, wir haben die Atomwaffen geerbt. Aber wir sind nicht der Rechtsnachfolger. Also wir müssen sozusagen rechtlich für die Folgen für das Leid, das durch dieses Zusatzprotokoll entstanden ist, nicht aufkommen. Wir müssen auch für das Leid der Repressionen, die in dem sozialistischen Block entstanden sind, nicht aufkommen. Und inzwischen geht es ja sogar so weit, wir waren eigentlich auch gar nicht so Subjekt dieses Paktes, sondern Stalin war in irgendeiner, also oder sozusagen die Sowjetunion oder Stalin war nicht Subjekt, sondern wurde da sozusagen mehr oder minder gezwungen, das mitzumachen, damit man, um sozusagen einem Überfall zuvorzukommen oder selbst die Polen, also wir waren selbst ja inzwischen Opfer der Polen, die ja unbedingt geteilt werden wollten oder geschützt werden wollten. Also und was man alles in der russischen Propaganda heute findet. Also es geht in Russland ganz stringent darum, eine sich aus jeglicher Verantwortung für die Folgen dieses Paktes rauszuziehen und die Verantwortung wirklich an alle anderen Beteiligten zu schieben. Und das ist natürlich eine Entwicklung, da waren wir in den 90er Jahren schon mal weiter. Also in den 90er Jahren
hat also die damalige russische Regierung durchaus Verantwortung übernommen, also Verantwortung übernommen für den Hitlers, für dieses Zusatzprotokoll und Verantwortung übernommen auch für die Repressionen in diesem Rahmen. Und ein ganz leuchtendes Beispiel ist ja der Umgang mit der Gedenkstätte in Katyn, die also ja erstmal gemeinsam mit dem polnischen Staat gegründet wurde, auch gemeinsam betrieben wurde. Da würde ich jetzt sozusagen belehrend eingreifen. Kurz Katyn erklären, bitte. Ja, also es gab eben ein großes, nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, ein großes Massaker an der polnischen Elite, den polnischen Offizieren und auch ja der Elite, der Bildungselite. Und es wurden da, ich weiß jetzt die genauen Zahlen nicht, also 14.000. Mehrere Tausende an Menschen erschossen, verscharrt. Und dieses Verbrechen wurde dann erstmal den Nazis in die Schuhe geschoben. Und erst nach 1990 übernahm dann Russland als Erbe der Sowjetunion dafür eine gewisse Verantwortung. Es wurde eben eine Gedenkstätte eingerichtet. Auch gemeinsam mit Polen wurde die auch betrieben und ausgestaltet. Und dann sollte es ja auch zu einer Gedenkfeier da geben. Ich glaube, das war 2010. Und auf diesem Weg dahin ist ja das Flugzeug mit dem polnischen Präsidenten, dem Zwillingsbruder des jetzigen Parteivorsitzenden der Regierungspartei, abgestürzt. Und es sind also zahlreiche auch Minister umgekommen. Und bis heute kann man sich ja auch nicht einigen über die Gründe dieses Absturzes. Und Polen hat sich dann auch aus dieser Gedenkstätte zurückgezogen. Und ich habe diese Gedenkstätte 2017 besucht und da wurde bereits erzählt, dass man also die polnische Elite umgebracht hätte, um das polnische Volk vor dieser Elite zu schützen, die ja mit den Nazis kollaboriert hätte. Also das wurde uns da wirklich, während wir über dieses Gelände geführt wurden, erzählt. Und das fanden wir natürlich hoch empörend, aber da war kein Reinkommen. Und da wurde einfach schon deutlich, dass also sich der Wind völlig gedreht hat und die Geschichtsdeutung also des Hitler-Stalin-Paktes, des Zusatzprotokolles, auch des zweiten, also auch der Besetzung Ostpolens, sich um 180 Grad gedreht hat. Und da begann dann auch der Punkt, wo also Historiker, die andere Meinungen vertraten, in Gefahr gerieten. Und nun kommen wir gerade bei dem Flugzeugabschuss 2010, meine ich, war der. Ja. Also nochmal, Katyn ist jetzt von polnischer Seite der Erinnerungsort schlechthin. Also das ist die Lieu de Mémoire, also unschlagbar, dass daran drängt sich alles hoch. Dann stürzt diese Maschine ab mit knapp 100 Toten. Das ist quasi fast das ganze polnische Kabinett und der Präsident. Das ist wirklich eine nationale Tragödie. Aber was mir in Erinnerung geblieben ist, die russische Seite stellt online so ziemlich alles, was in den russischen Archiven zu dem Vorgang Katyn zu haben ist, online. Also sozusagen macht eigentlich alles richtig. Okay. Darf ich? Ja, klar. Ja, wer hier widerspricht, muss. Ja, das war eine schlaue Propaganda-Veranstaltung. Okay. Weil ich habe das auch damals verfolgt und ich erinnere mich, da war ich noch in Hamburg, am Hamburger Institut für Sozialforschung, und dass meine Kollegen auch gesagt haben, aber jetzt stellen die alle Akten zu Katyn online. Das waren die Akten, die in den 90er Jahren schon nach Polen gegangen waren. Also es waren, die haben sie online gestellt, aber es waren keine Akten, die neu aus den Archiven gekommen. Okay. Das war der große Unterschied. Also die haben das sehr gut verkauft, als wir sind an der Aufklärung und wir leisten jetzt auch noch mal unseren historischen Beitrag. Es gäbe genug Akten, die man gern noch zu Katyn sehen würde, aber es wurde kein neues Material veröffentlicht. Okay. Es wurde altes und bekanntes und bereits veröffentlichtes Material online gestellt. Okay, danke. Das haben sie schlau gemacht. Ja.
ist jetzt auch schon lange her, ne? 2010. Ja. Da hat sich eine ganze Menge geändert. Die von mir sozusagen lancierte Einstiegsfrage, ist das die Aufarbeitung Katyn und Katyn ist die Folge des Hitler-Stalin-Paktes, ja, des Molotow-Ribbentrop-Paktes. Ist das ein notwendiger Bestandteil, um hier eine Aufarbeitung des Stalinismus in der Russischen Föderation hinzubekommen? Also ich denke auf jeden Fall. Ne? Also im Moment kann ja mit den neuen Geschichtsgesetzen im Prinzip der Stalinismus gar nicht mehr aufgearbeitet werden. Also gerade auch das Gesetz, das die Diskreditierung der Roten Armee verbietet, macht also jegliche Aufarbeitung von Katyn im Moment zunichte, also unmöglich. Und auch jede Aufarbeitung mit Beschäftigung des Gulags oder der Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges, das ist alles nicht mehr möglich. Und in dem Sinne ist ja die staatliche Geschichtspolitik besteht ja darin, dass Russland eigentlich seit dem Jahre, ja, seit Gründung der Kiewer Rus, kann man schon fast sagen, ausschließlich ein heroischer Staatengebilde war mit Erfolgen und glänzenden Herrschern und jegliche Form, also die dieses, also jegliche Ereignisse, die dieses strahlende Bild in Frage stellen könnten, wird ja im Moment, werden praktisch verschwiegen und die Leute, die Historiker, die sich damit beschäftigen, kriminalisiert und aus dem Land geschickt. Also das, inzwischen ist ja sogar Ivan, der in Deutschland so schön der Schreckliche heißt, ein wunderbarer Herrscher gewesen in der staatlichen Geschichtsdarstellung. Okay, wir drehen noch eine Runde auf dem Podium und dann öffne ich in den Saal, damit wir uns nicht hier zu lange festdiskutieren. Hier wäre jetzt sozusagen nochmal so eine Runde. 2009 wird das Europäische Gedenktag, den aber hier in Deutschland irgendwie so keiner mag, um es mal salopp zu sagen. Wie kommt das? Da kann ich was ganz aktuell zu sagen. Also Memorial hat ja immer über Jahre in der Gedenkstätte im ehemaligen KGB-Gefängnis Leistikostraße am 23. August eine Gedenkfeier durchgeführt. Und das ist uns in diesem Jahr von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten verboten worden, weil eben man diesen Tag in Deutschland nicht begehen soll. Das war also die Begründung. Und ich habe daraufhin also bei Memorial International in unserem Vorstand das problematisiert und festgestellt, also dass es auch schwierig war, dazu dann eine Stellungnahme, eine gemeinsame zu finden, weil die Italiener und Franzosen gar nicht so richtig wussten, was das eigentlich ist für ein Tag. Und die Russen sagten, es wäre ihnen zurzeit zu gefährlich, dazu sich zu äußern. Und so konnten wir keine gemeinsame Stellungnahme also zu diesem Tag finden. Und in Deutschland ist es natürlich, also wir haben mit Herrn Drehkoll von der Gedenkstättenstiftung gesprochen, für ihn ist es immer die Gefahr, dass also wenn man den beiden Opfern sozusagen beider Regime an einem Tag gedenkt, dass damit das Leid der Nazi-Opfer relativiert wird, weil eben auch die Überzeugung herrscht. Und ich will die auch überhaupt gar nicht in Zweifel ziehen, dass das Nazi-Regime denn doch das brutalere, schlimmere, schrecklichere war und in seinem Ausmaß eben einzigartig, während der Stalinismus sozusagen da erst auf Rang 2 läuft. Und eine Hierarchisierung. Ja. Dazu zu sagen, aus meiner Sicht, Deutschland, wie wahrscheinlich andere Länder, ist nur auf eigene historische Erfahrung fokussiert. Ja. Und diese historische Erfahrung ist absolutisiert und dann alle anderen Erfahrungen einfach nicht berücksichtigt sind. Und dann wir sollen wahrscheinlich nur von heute hinweg die europäische Erinnerungskultur aufbauen, die verschiedenen Erfahrungen zu berücksichtigen und mindestens das Recht für andere Länder und andere Völker zu geben, das eigene historische Erfahrungen zu haben und sie
sich selbst aufzuarbeiten und diese andere Länder nicht als Schule wahrzunehmen. Die sollen gelernt werden, wie sie die Vergangenheit an Vergangenheit erinnern sollen, müssen. Ja, das ist das Grund dafür. Ich glaube, wenn es ist breitere Perspektive für Deutschland sehr gut wäre, weil wenn wir derzeitige Situation beobachten würden, das ist die große Frage, ob diese Erinnerungskultur, die herrschten, des Deutschen geholfen hat, auf die derzeitige Krise zu reagieren. Mhm. Ja, das ist die Frage. Und das wahrscheinlich muss ein bisschen entwickelt werden. Ja, da muss ich trotzdem einmal noch mal nachfragen. Glauben Sie denn, dass es in Ostmitteleuropa so etwas wie eine Erinnerungsgemeinschaft zum 23. August gibt? Zum 23. August, ja. Osteuropa, Russland ist auch Osteuropa. Ja. Nee, Ost-Mitteleuropa, Ost-Mitteleuropa habe ich jetzt bewusst gesagt. Ja, höchstwahrscheinlich können wir das sagen, aber es muss noch erforscht werden. Okay, gut. Frau Weber? Auch zur Schwierigkeit. Na, vielleicht kann ich den Gedanken von Ihnen ein bisschen aufgreifen. Ja. Mit dieser Relativierungsangst. Also wir haben eine gewisse Skepsis gegenüber dem 23. August. Weil wenn wir uns dann mit den Opfern von Nationalsozialismus und Stalinismus gleichzeitig beschäftigen, würden wir die Einzigartigkeit des Holocaust und des Nationalsozialismus relativieren. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich immer ein bisschen schwanke zwischen ärgere ich mich jetzt über dieses Argument oder macht es mich traurig. Weil ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube einfach nicht, dass es so ist. Also, und wir aber historische Komplexität reduzieren, wenn wir uns nicht trauen, uns mit dieser Komplexität zu beschäftigen. Also natürlich ist es so, dass jüdische Flüchtlinge, das habe ich ja auch beschrieben und da bin ich auch gar nicht die Erste, die das gemacht hat, dass jüdische Flüchtlinge in diesen Grenzflüssen von beiden Seiten erschossen wurden. Von den Deutschen genauso wie von der sowjetischen, vom NKWD auf sowjetischer Seite. Und es ist auch so, dass man sich abgesprochen hat. Es gab eine deutsch-sowjetische Flüchtlingskommission. Also man hat gemeinsam den Umgang mit den Flüchtlingen geregelt auf wenig humane Art und Weise. So, das relativiert aber überhaupt nicht den Nationalsozialismus, denn gleichzeitig kann man sagen, wenn man sich damit beschäftigt hat, dass völlig klar ist, dass das Dritte Reich und Hitler diesen Krieg wollen. Ich würde sagen, Stalin will den Krieg 1939 nicht. Er will Territorien, die Teilung Polens, wunderbar, aber möglichst ohne Krieg. Mhm. Das Dritte Reich ist anders. Dort ist man aggressiv, dort will man den Krieg, man will die Expansion. Also es gibt schon einen deutlichen Unterschied. Und den kann man aber gerade an der Geschichte des Hitler-Stalin-Pakts auch ganz gut zeigen. Insofern muss man keine Angst vor dem Hitler-Stalin-Pakt haben, sondern man kann genau daran auch zeigen, dass sie unterschiedlich sind und dennoch auch zusammen gemordet haben. So ist das mit der Geschichte. Und ich finde das schade, also immer. Ja. Ja. So, jetzt brauchen wir ein Saalmikrofon. Hier ist die erste Meldung, da ist die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und dann ist erstmal die Runde durch. Versuchen Sie sich bitte kurz zu fassen und das Mikro ist wichtig. Das Mikro ist wichtig für die Übertragung, also sprechen Sie da auch bitte rein. Zur Geschichte kurz sagen, ich gehe noch ein bisschen weiter zurück, Russisch. Der deutsche Kaiser hat Lenin erlaubt, 1917 durch Deutschland nach Russland zu kommen, weil er die Hoffnung hatte, dass die Russen mithelfen, den Krieg, den Ersten Weltkrieg zu gewinnen. Ein zweites, 1937 gab es so viele große deutsche Betriebe in Russland, überall, die ganze Wirtschaft ganz stark ins Leben brachten. Und Stalin hat 1937 in vielen, vielen Prozessen allen Deutschen die Köpfe abgeschlagen und das alles in seine Tasche genommen. Ich habe ein dickes Buch geschenkt bekommen. Bleiben wir mal im Jahr 1937. Und da hat Stalin also wirklich vorbereitend den Zweiten Weltkrieg
all das auf seine Kappe genommen, damit er wie Lenin allein herrschend, was okay. Putin jetzt im Grunde... Okay, danke. Hat. Stalin hat also den Krieg vorbereitet. Dann wäre da noch die zweite Meldung. Das ist gut. So, ich bin erstmal sehr enttäuscht vom Niveau dieser Veranstaltung. Hier wird faktisch das wiederholt, was vor 30 Jahren gesagt wurde und immer wieder neu. Zum Beispiel wird nach wie vor von einem Bündnis gesprochen und von der Siegesparade. Die Siegesparade hat es gar nicht gegeben, man braucht sich bloß die Originalwochenschau anzuschauen. Ich gebe nochmal die Nummer durch, die ist im Internet zu erfahren. Na, und zwar die Wochenschau vom 27.09. Tonwoche 973. Da war die Rede davon, dass ein feierlicher Abmarsch der Truppen stattgefunden hat. Sagen Sie nicht, dass das Firlefanz ist, dass das nur Kleinigkeiten sind. Es kamen ein paar Panzer, 3 Stück, davon hat einer von der, in der nächsten Kurve den Löffel abgegeben, als er auf die Bordsteinkante kam. Feldgeschädigte Panzer, ganze 2 Panzer marschierten dort vorbei. Es war keinerlei Parade und die Deutschen haben das auch nicht so gesagt. Das ist eine Erfindung durch den Kalten Krieg. Dieses Moskauer Militärabkommen war kein Bündnis, es war ohnehin nur bis zum 6. Oktober 1939 gültig. Es war ein Entflechtungsabkommen, das heißt, die deutschen Truppen mussten sich zurückziehen, sie sind ja weiter nach vorne marschiert. Und jetzt eine Frage an unseren ukrainischen Kollegen. Haben Sie jemals was von einem ostslawischen Aufstand gehört, der in der Ukraine am 12. September ausbrach? Da haben die ukrainischen Nationalisten einen Aufstand hervorgerufen. Da haben sie Gefangene gemacht, da haben sie zum Beispiel auch dem polnischen, späteren bekannten polnischen General Władysław Anders einen Schuss in den Hintern verpasst. Und ist Ihnen das überhaupt nicht bekannt, dass die ukrainische Organisation... Okay, nehmen wir als Frage mit. Vielen Dank. Moment, ich bin gleich fertig. So, das wundert mich. Die Polen, es gab dort Todesopfer, bis zu 3000 ermordete Polen. In Belarusland gab es sowas Ähnliches, da wurde es allerdings von Nachfolgern der 1938 aufgelösten kommunistischen Partei gemacht. Okay, wir müssen einfach die Runde weitermachen. Wir haben Ihre Frage mitgenommen. Hier vorne, genau. Genau, 3, 4 und die 5. Ja. Alle kommen Sie dran, die ich jetzt genannt habe. Ich mache kein Statement. 2 Fragen an Frau Weber. Erstens, können Sie was sagen zu diesen Wirtschaftsabkommen, auch vom Februar nachher 40? Was hat das für die deutsche Rüstungsindustrie bedeutet, wenn 3 Millionen Tonnen Rohstoffe an Deutschland geliefert werden im Krieg gegen den Westen? Ja. Und was können Sie sagen über die Vorbereitungen seit dem deutschen Einmarsch in Prag und der Kriegserklärung oder der Kriegsdrohung von England und Frankreich am 31. März 1939 gegen Deutschland? Was hat England und Frankreich für Versuche unternommen, mit Russland eine Vereinbarung zu kriegen gegen Nazi-Deutschland? Und wann fingen dann die deutschen Versuche an, ein Abkommen zu kriegen? Okay, danke. Ich hatte 2 Fragen und eine Feststellung. Die erste Frage ist ganz einfach, die zielt auch wieder darin, gab es eine gemeinsame sowjetisch-deutsche Parade in Polen? Also das wird immer wieder erzählt, es ist keine Spur zu finden. Es gibt nur dieses Foto, wo der der Kommandeur der abmarschierenden sowjetischen Truppen eben gemeinsam mit seinem Nachfolger da steht. Okay, wir haben die Frage, wir nehmen Sie... Halt, Amelie, es gibt dann noch eine weitere Frage. Nee. Also gut, die andere Frage ist so... zum Schluss. Ich wollte noch eine Feststellung machen zu der Katastrophe. 2010, ja, Sturz. Also das erlaube ich mir. Ich selber bin Flugkapitän, habe zigtausend Flugstunden geflogen. Ich habe das natürlich aus fachlicher Sicht von vorne bis hinten und alles studiert und gemacht. Also das können Sie vergessen, jegliche Diskussion. Dort ist
keinerlei Schuldfrage irgendwelcher Art, sonst wäre das zu irgendwelchen internationalen Verhandlungen gekommen. Es ist ein totales Versagen der polnischen Seite gewesen mit diesem Anflug. Der polnische Untersuchungsbericht, der ist wohl entweder 30 oder 40 Seiten lang, also die haben die intern gemacht, nur Polen unter sich. Der gipfelt in der Aussage zum Schluss, dass diese polnische Flugbereitschaft aufzulösen wäre wegen Unfähigkeit. Und die LOT sollte dafür ein Flugzeug mehr bekommen, was dann bei Gelegenheit also der Regierung zur Verfügung steht. Okay, danke. Wenn Bedarf ist, kann ich zu der Katastrophe hier einen anfüllten Abendfahrtstein. Genau, da haben wir noch die Getränke. Jetzt ist noch eine weitere, das sind noch zwei Fragen. Da sind sie noch. Ich komme noch mal zurück auf den Beginn der Veranstaltung. Ich fand das ganz wichtig, dass noch mal darauf hingewiesen wurde, dass die sowjetische Seite erst 1989, also 50 Jahre danach, die offizielle Existenz dieses Hitler-Stalin-Paktes einschließlich des Zusatzprotokolls öffentlich gemacht hat. Ich habe 1968 in Potsdam an der EOS noch meine Abitur machen können. Das einzige Wort, was wir damals darüber gehört haben, war das Wort Nicht-Angriffspakt. Das war aber schon viel für damalige Verhältnisse. Hat es eigentlich bis 1989 in der DDR eine Weiterentwicklung, wie man so schön sagt, eine schöpferische Weiterentwicklung der Geschichtsschreibung gegeben? Ich habe dann später sehr engagiert in den 90er Jahren am Petersburger Dialog mitgewirkt und habe die Veränderungen in den letzten Jahren mit der deutlichen Minderung einer offenen Diskussion über alle Fragen auch immer, ich war für die Wirtschaft zuständig, festgestellt. Das heißt, das, was hier im zweiten Teil auch in der Diskussion gesagt wurde, dass es immer schwieriger wird, über historische Zusammenhänge schon vor dem Krieg mit der Ukraine in Russland ein offenes Wort zu führen, eine wirkliche Diskussion, das kann ich nur bestätigen. Mhm. Das heißt, für mich ist heute immer noch aus heutiger Sicht die eigentlich wichtige Frage, ist die historische Bewertung, die nicht daran mündet, ob da nur eine Parade stattgefunden hat oder nicht, sondern schlicht die politische Gesamtbewertung, sind wir uns da endlich einig, dass das im Grunde ein wirklich ganz furchtbarer Pakt war und dass das natürlich entscheidende Auswirkungen hat, dass der Zweite Weltkrieg in dieser Weise seinen Fortgang genommen hat? Okay, das ist dann mal eine Frage, mit der das Podium was anfangen kann. Also. Wer fängt an? Achso. Ja. Ja? Ja? Okay. Wie auch immer. Gut, zu allen jetzt? Oder? Ja, also, was ja, also wir haben nicht ewig Zeit, aber ja, ja, die wollen alle also, eine Antwort. Aber vielleicht, ich glaube, mit der Parade, das ist ja jetzt mehrmals angesprochen worden. Wie definiert man eine Parade? Und Sie haben völlig recht, es gab eine deutsch-sowjetische Militärkommission. Das ist auch sehr spannend mit der Militärkommission, weil die in den Grenzverhandlungen eine große Rolle spielt und die deutschen Truppen waren zu weit. Also die sind dann eben abgezogen und haben dann das Territorium der Roten Armee überlassen. Und dann gab es daraufhin, dann ist ja später, also wenige Tage später Ribbentrop mit der Grenzkommission, also mit dem deutschen Teil der deutsch-sowjetischen Grenzkommission nach Moskau gefahren und dann hat der deutsche Teil und der sowjetische Teil der gemeinsamen Grenzkommission die Grenze festgelegt, die Stalin dann auch unterzeichnet hat. Das ist nach der Militärkommission, die ist da schon aufgelöst. Als die Militärkommission getagt hat und man übereinkommt, dass die sowjetische Seite dann dieses Territorium auch bekommt, gibt es, in der Propaganda wird es dann eine Siegesparade genannt, in der historischen Erinnerung wird es eine Siegesparade genannt und es ist natürlich keine Siegesparade im Sinne von 100 Panzer treten auf, aber es ist Fakt, beide Krivoschein und Guderian stehen auf diesem Podest und lassen diese Panzer da vorbeifahren und es ist nicht das einzige Foto, es gibt wirklich auch im Bundesarchiv sehr beeindruckende Fotos über die
die, und jetzt nenne ich das so, das ist natürlich auch inszeniert, über die deutsch-sowjetische Waffenbrüderschaft, nicht? Also, nein, aber so sind diese Fotos. Ich sage nicht, dass es so war, ich nenne das extra jetzt so. Natürlich ist das inszeniert, aber wer baut denn diese Grenze? Ich habe... Naja, ich... Okay. Gut. Okay. Gut. Okay. Das. Gut, danke. Das haben. Ja, vielen Dank. Das haben wir jetzt. Ja, wir haben den Punkt verstanden. Vielen Dank. Wir haben den Punkt verstanden. Ich hätte nicht so einsteigen dürfen. Nee, wir machen gleich noch eine zweite Runde. Nein, wir müssen weiter. Wir machen gleich eine zweite Runde. Nein, ich entziehe Ihnen jetzt das Wort. Wir machen eine zweite Runde. In der zweiten Runde kommen Sie dran. Warten Sie, in der zweiten Runde kommen Sie ran. Wir haben das mit der Parade verstanden. Wir arbeiten jetzt erstmal hier diese Fragen ab. Wir sollten fair sein zu den anderen. So, also. Gut. Wir können uns auch gern nachher noch beim Wein unterhalten. Aber ich trete gleich in die nächste Sache will darauf hinweisen, dass Sie haben das angesprochen, also diese sehr komplexe und komplizierte Geschichte. Und natürlich gehört zur Geschichte des Hitler-Stalin-Paktes auch, und das erfordert immer wieder unseren Umgang damit und den kritischen Umgang damit und auch den schwierigen Umgang damit. Es ist doch überhaupt nicht abzustreiten, dass Krakau als Teil des Generalgouvernements unter den Deutschen Zentrum des ukrainischen nationalistischen Widerstandes war. Das ist so. Also genauso wie es die ukrainische Armee gab, die gegen den Nationalsozialismus gekämpft hat. Also Krieg ist nicht schwarz-weiß, es gibt Grautöne des Krieges. Und wenn wir Angst haben, uns die anzuschauen, dann kommen wir nicht weiter. Dann sind wir keine Historiker, dann machen wir nur Geschichtspolitik. Also, aber es sind schwierige Themen und man kann das eine dann nicht einfach vergessen. Aber ich bin sehr dankbar für die beiden Fragen zu den Wirtschaftsabkommen und zu den Garantieabkommen. Churchill hat das Chamberlain immer vorgeworfen. Und hat gesagt, ich mache eine Kurzfassung, weil es ist eigentlich ein super spannendes Thema, den 31. März, ihr könnt keine Garantieerklärung geben an Polen, und das war ja Rumänien, Griechenland und die Türkei, alle haben Garantieabkommen bekommen von Chamberlain, ohne Russland. Die dümmste Sache, Churchill hat gesagt, das ist die dümmste Politik gewesen, von Chamberlain Garantieabkommen zu geben an diese Staaten, ohne ein Bündnis mit der Sowjetunion zu machen. Aus zwei Gründen. Ein wichtiger Grund war dabei, es geht nicht, weil man die Flanke sozusagen, die russische Flanke offen lässt. Und quasi, das ist der erste Grund von Churchill gewesen. Und die zweite Begründung war, eigentlich hat man damit die Russen in die Hände der Deutschen getrieben. Weil man hätte das Bündnis mit der Sowjetunion. Also Churchill geht in seinen Weltkriegsmemoiren, der ist richtig böse an der Stelle, und geht sogar so weit zu sagen, das hätte den Zweiten Weltkrieg verhindert. Ja, das ist Churchill. Ich fand das ganz interessant, wie er das beschreibt. Also diese Garantieabkommen sind ein unglaublich spannendes Kapitel in der Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs. Okay. Und das dazu. Und die Wirtschaftsabkommen... das ist auch ein Argument, das immer wieder auftaucht, dass mit diesen Wirtschaftsabkommen auch die Blitzkriege wirtschaftlich sozusagen möglich gemacht worden sind. Gibt es auch andere Meinungen dazu, die sagen, muss man jetzt auch nicht überbewerten. Aber natürlich, wenn man sich Przemyśl anguckt und so, wie die Bahnhöfe umgestaltet werden, als das russische Öl kommt, das sind schon große Wirtschaftsstandorte, die da entstehen. Mhm.
In Fortsetzung, was schon gesagt wurde, und in Antwort auf die Fragen. 1. September und dann 17. September bedeuten für die westliche Region von der Ukraine Ausbruch von dem Zweiten Weltkrieg. Und Krieg ist vieldimensionales Ereignis und die Quellen von der Gewalt sind nicht nur einzige, die kämpfende Seiten. Das ist viel dimensionalen so Ereignis. Und in diesem Ausbruch, es gab auch Gewalt von der Seite von der ukrainischen Nationalisten gegenüber Polen, polnische Bevölkerung. Teilweise Gewalt von der ukrainischen Seite wurde durch sowjetische Seite stimuliert gegen Klassenfeinde, gegen Osadniki, wie heißt das, Siedler. Polnische Siedler, ja, das auf Deutsch. So, das war eine sehr, sehr gewaltige Situation mit Gewalt von vielen Seiten. Zweitens, in dieser Parade, dass die Reaktion zeigt, wie wichtig solche symbolischen Dinge in Erinnerungskriege sind. Das ist wie ähnlich wie jetzt Diskussionen, ob jetzt derzeitige Russland kann faschistisch genannt werden. Das bedeutet gar nichts für das Verständnis der Situation, aber trotzdem, es gibt die Menschen, die sind bereit zu sterben, um das zu bekämpfen. Ja, das ist mit der Parade, das ist das Gleiche. Wie können wir das nennen? Die Tatsache ist, dass die Sowjetunion hat mit Deutschland zusammen Polen überfallen und dann die teilweise polnische Territorium besetzt hat. Ob dort drei Panzer waren, können wir das ein Parade zu nennen oder nicht? Das ist die Frage von der Erinnerungskrieg, Erinnerungspolitik und Propaganda, nicht für Verständnis für die Situation. Das bringt mal einfach nichts, um das zu verstehen, was dort passiert. Ich möchte eigentlich das auch noch mal unterstreichen, was jetzt meine Vorredner gesagt haben und nochmal das Thema Komplexität oder beziehungsweise hier auch Vernichtung von Komplexität aufgreifen. Was wir jetzt eben zurzeit in Russland erleben, ist, dass eben genau diese Vielschichtigkeit, mit der dieser Krieg zu betrachten ist, dieser Pakt zu betrachten ist, diese Zeit zu betrachten ist, auch die vielfältigen, sehr unterschiedlichen Interessen der Menschen in der Sowjetunion und auch jetzt in Ostmitteleuropa, das sozusagen eigentlich zu leugnen und das alles praktisch zu einem Zwei-Fronten-Krieg zu erklären, der bösen Nazis und der guten Roten Armee und das die Rote Armee unterstützende Sowjetvolk. Und alle anderen, die auch jetzt in den Territorien dazwischen waren, werden dann sozusagen auf der einen oder anderen Seite auch einsortiert. Und ich denke, der tiefere Hintergrund, es geht eben darum, und das ist auch hier da die Brücke zur Erinnerungskultur, um Identitäten und um, womit identifiziere ich mich und kann ich sozusagen aushalten, dass also die Geschichte des Landes, in dem ich lebe und die Geschichte meiner Vorfahren widersprüchlich ist, dass ich von Menschen abstamme, die sich die Kollaborateure waren, die sich an Verbrechen beteiligt haben und so weiter und so fort. Und ich merke, dass also dieser zarte Prozess, der eigentlich in Russland sich in den 90er Jahren in Gang gesetzt hatte und heute eigentlich jetzt nur noch in ganz kleinen Nischen im Internet weitergeführt wird, also dass der von staatlicher Seite eben völlig unterdrückt wurde. Und da denke ich, da müssen wir aber weitermachen, also dass wir sozusagen für diese Komplexität uns einsetzen und auch für die Menschen, die jetzt in Russland weiter diese Komplexität auch bewahren wollen und dafür stehen. Danke. So, zweite Runde. Sie kriegen eine Frage, die erste, die zweite, die dritte. Drei Fragen. Nee, für die Übertragung brauchen wir das Mikro. Tatsächlich eine Frage.
Historische Darstellung wird immer dann unkonkret oder unobjektiv, wenn der betrachtende Historiker sich jene Punkte heraussucht, die ihm in sein Konzept passen. Es gibt einen jüdischen Schriftsteller, der den Zeitraum vor 1989 bis 1941 betrachtet hat und ein Buch darüber geschrieben hat, unter den Sowjets waren wir frei. Er ist aufgewachsen im Vilniuser Gebiet unter polnischer Herrschaft. Man möge sich erinnern, dass nach 1919 der polnische Staat sich weit über das Territorium hinaus, das ihm der Versailler Vertrag zuerkannt hat, zu Lasten baltischer Staaten, Belarusland und der Ukraine ausgedehnt hat. Mit der Übernahme der Kontrolle der Roten Armee über die Gebiete ehemals Sowjetunion, ehemals russische Gebiete, hat die Bevölkerung in diesem Territorium erstmal die objektive Möglichkeit gehabt, 2 Jahre lang vom Krieg verschont zu bleiben. Dieser Jude sagt, unter den Polen war das Leben schwer. Die Sowjets haben uns unser jüdisches Leben leben lassen. Als nach 1941 die Deutschen kamen, gab es nur noch den Weg nach Auschwitz und Theresienstadt. Warum ignorieren Sie 3 davon? Dass damit vielen Juden erstmal ein Überleben gesichert wurde. Warum ignorieren Sie, das hier ist schon angesprochen worden, durch OUN und Bandera in Wolhynien 100.000 Polen, 60.000 Juden ermordet worden sind? Warum sprechen Sie ab dem 17. September von einem Vernichtungskrieg durch die Rote Armee? Okay, gute Frage hier vorne. Ja, alle kommen dran. Ja, Entschuldigung, ich bin Jahrgang 49, deshalb habe ich mich so schwer erhoben. Ich führe seit 1990, 91, 92 Fördervereine an den Schulen in Märkisch-Oderland und erhalte viel Unterstützung durch die Bundesstiftung. Ich möchte mich dafür bedanken. Auch diese Veranstaltung sollte in diesen Rahmen reinfallen. Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihren Enkeln oder Urenkeln über solche Themen gesprochen, die hier sitzen? Ja, ich selber habe keinen Enkel, da geht das noch nicht. Aber es ist bereichernd, diese Diskussion, und es bereichert, wenn die Facetten aufgezeigt werden und wir nicht in Propagandaformeln erstarren. Das ist, denke ich, ein großer Vorzug, auch wenn das unterschiedlich manches dargestellt wird. So, meine Frage ganz konkret dazu ist, die Rolle der Westmächte im Vorfeld des 1. September ist völlig ausgeblendet. Und Sie hatten ja dankenswerterweise Churchill erwähnt, der dann in seinen Kriegsmemoiren schreibt, na Gott sei Dank hat der Hitler die Russen angegriffen. Ja. Okay, ja. Danke. Da hinten noch, Emily. Ja. Ja. Okay. Ja. Ich komme aus Bonn, aus der alten Bundeshauptstadt, und bin wahrlich überrascht gewesen, dass man ein Thema wie den Hitler-Stalin-Pakt überhaupt, sage ich mal, hier in dieser Form darstellt. Die erste Form ist, warum Erinnerungskultur? Wenn, je weiter Sie nach Westen kommen, also Bonn und dann auch noch an die Grenze Belgien und so weiter, interessiert sich ein ganz, ganz geringer Teil überhaupt noch für Osteuropa, geschweige denn für die Wiedervereinigung, was das Buch Oschmann ja auch zeigt. Man kann, wir selber versuchen, diese Aufarbeitungsdinge der DDR westlich von Bonn also stärker zu integrieren. Ja? Aber die Resonanz ist im Vergleich zu dieser Veranstaltung hier gering. Die erste Aufgabe, die eigentlich hier wäre, dass die Bundesstiftung der Aufarbeitung ganz konkret viele Veranstaltungen auch westlich des Rheins macht. Wir sind französisch besetzt gewesen und dadurch geht man eher
nach Verdun ins Gebeinehaus und guckt sich an, was im Ersten Weltkrieg gewesen ist. Demnächst werden wir sehr wahrscheinlich... Gut, Frau Kaminski hat es gehört. So. Ihre Frage. So, die Frage ist, wie wird überhaupt der Hitler-Stalin-Pakt heute an der Schule überhaupt noch vermittelt? Die Schule. So. Ich erinnere mich an meine Schulzeit, die 1900... Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Also, ja. Wie wird es in der Schule vermittelt? Ja, also ich vermisse es mit der Schule und ich vermisse aber auch bei der Diskussion generell das Thema der Realpolitik. Ja? Das heißt, 1938 war doch der deutsche Staat mehr oder weniger pleite. Das wurde gestern im Finanzministerium 1938. Wir wollten den Krieg. Wir brauchten was, wir brauchten Material, ja, und dann hat man eben sehr wahrscheinlich mit dem Rücken zur Wand das gemacht. Okay. Nach 1941 haben aber die Amerikaner das Material an die Sowjetunion geliefert. Es war im Grunde genommen nur, dass es global rund ging. Und dann die zweite Frage, sind beispielsweise darüber hinaus der Krieg Saudi-Arabien-Jemen, ist das vergleichbar? Was ist vergleichbar, in der globalisierten Welt zu denken, Hitler-Stalin-Pakt? Okay, das ist ein bisschen was für die Getränke hinterher. Herr Lochen hat sich da noch reingeschummelt, aber Sie kriegen 15 Worte. Gut, ganz kurz, eine ganz kurze Frage an Frau Professorin Weber. Warum haben die Westmächte nicht reagiert, als die Sowjetunion am 17.09. den Ostteil Polens besetzt haben. Sie waren ja eigentlich Schutzmacht für Polen, haben aber jetzt den Krieg ausschließlich Deutschland erklärt, aber die Sowjetunion außen vor gelassen. Also ganz kurz. Super. Ich kann erst mal die anderen antworten. Oder? Ja, bitte, hier. Und ich wechsle. Also... Erste Frage über Darstellung und verschiedene Täter. Ich habe schon das heute gesagt und ich würde das wiederholen. Ich denke, dass die nationalen Rahmen für die Erinnerung über diesen Krieg in vielen Fällen sehr problematisch sind. Das in vielen Fällen sie sind retrospektiv. Es war eine imperiale Situation und einen kolonialen imperialen Krieg. Und es gab viele Konflikte dabei und viele Täter und viele Opfer. Und sehr häufig die Täter waren die Opfer und umgekehrt. Ja, ich habe dass diese Darstellung von dieser Ereignis in Erinnerungskultur in der Massen- und offiziellen Ebene dargestellt. Wenn Sie mich fragen würden, wie ich diesen Krieg in Erinnerung darstellen würde, ich habe sehr viel mit Oral History Quellen gearbeitet, mit Erzählungen von den Menschen und mit den Menschen, die diesen Krieg überlebt haben, wie sie erzählen, in Ostukraine, in Westukraine, in zentralen Ukraine. Und die meisten erzählen über den Krieg wie eine Tragödie und sehr häufig wie eine Naturkatastrophe. Was passierte mit ihnen? Es war eine Katastrophe. Ja, und dann... Wenn wir eine menschliche Dimension viel mehr betonen würden und über die Opfer sprechen würden, jüdische, polnische, ukrainische, auch die russische, ja, und deutsche, das ist interessant. Ich habe meine Kollegin gefragt, was jetzt in den Museen passiert. Und eine meiner Kollegen hat gesagt, naja, wir erzählen jetzt, das ist Sartane und Odessa-Gebiet in der Ukraine, wir erzählen im Kontext von dem Pakt Molotow-Ribbentrop über die Deutschen, die deportiert wurden als Ergebnis von diesem Pakt auf unsere Stadt. Das ist auch der Teil von der Geschichte. Und das ist Geschichte, die mir gefällt, ja, zum Thema. Ja, das musste die menschliche Geschichte zu sein, ja, weil wir... Das ist wahrscheinlich kann kontrovers klingen, aber diese Erinnerungskultur im nationalen Rahmen in Westeuropa, sie wurde erfunden, um Nationalismus zu verdammen, sozusagen, ja, zu verdrängen. Aber sie kehren uns zurück immer. Wenn wir über nationalen Schuld sprechen, wir sprechen über Nationen wieder. Über nationalen Ehre oder nationalen Schuld, wir bleiben in diesem Rahmen. Und wenn diese Rahmen passen nicht, dann wir nationalisieren retrospektiv. Dann diese Menschen, die Ukrainer, die Polen am 17. September angegriffen haben und die Ukrainer, die in Rote Armee seit 22.
Juni gekämpft haben, das war oder Finnland angegriffen haben. Sind Sie Helden oder Opfer? Wer sind Sie? Sind Sie Ukrainer überhaupt? Ja, das waren die Menschen, die und auch die Täter, die diese Verbrechen begangen haben. Sie waren sowjetische Bürger, sie waren polnische Bürger mit sehr vagen Identitäten in dieser Zeit. Das ist sehr schwer, das zu nationalisieren, und ich sehe kein Ziel dafür. Ja, warum wir sollen das machen? Wenn wir über die menschliche Dimension, menschliche Schicksale mehr sprechen würden, wahrscheinlich wir könnten das mehr für uns davon bekommen. Ja, und auch aber gleichzeitig dieser historische Rahmen, die Verständnis von den Ursachen, wer das diese Konflikt verursacht hat, warum ist es so überhaupt gelöst wurde, ja, welche Mächte dort beteiligt wurden, ja, wer letztendlich die Verantwortung tragen soll, dass es auch wichtig ist. Aber ja, für die Erinnerungskultur, das ist auch sehr kompliziert ist und auch sehr vielschichtig. Und meiner Meinung nach, diese menschlichen Dimensionen viel, viel wichtiger und effektiver für uns als die Lehre aus der Geschichte und für die Zukunft wären. Ja, das ist meine Meinung. Gab es noch die Fragen? Wahrscheinlich nicht zu mir. Osteuropa gab es. Osteuropa. Warum Osteuropa nicht im Fokus ist. Ja. Also ich fand diese Frage sehr spannend, und eigentlich hat ja Westdeutschland eine stark osteuropäische geprägte Geschichte, weil ja unendlich viele Menschen, die aus dem Baltikum deportiert wurden oder eben dort weg mussten oder aus Bessarabien, diese Region ist heute noch gar nicht angesprochen worden, dann eben heute auf den Gebieten Westdeutschlands leben, haben ja diese Familiengeschichte, tragen die ja mit sich. Und ich habe mich da auch immer drüber gewundert, dass trotzdem das in Westdeutschland so wenig Thema ist, oder es wird eben in Sphären verdrängt, die irgendwie rechtslastig sind. Ja, also da ist irgendwie ein Stück auch in den Familien an Geschichte abgeschnitten worden, und man sozusagen hat sich in den westdeutschen Diskurs dann eingepasst und die Westintegration der Bundesrepublik, und schaut da also eigentlich nicht mehr auch in die eigenen Familiengeschichten oft rein. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil, und da gebe ich auch Herrn Borowiek recht, also ich denke, es ist wichtig, Geschichte wieder, also den Menschen wieder ihre Familiengeschichte zurückzugeben und den Regionen auch ihre Geschichte. Dadurch, glaube ich, kann dann auch diese Komplexität, von der wir heute öfter gesprochen werden, auch besser gefasst und verarbeitet werden. Also wenn man eben in diesem, wie es jetzt heute heißt, multidirektionalen Gedenken miteinander ins Gespräch kommt und man feststellt, aha, ich habe ja eine Urgroßmutter aus Riga, und die war sozusagen durchaus konfrontiert mit den Geschehnissen um 1917, die in Russland passierten. Also da wird dann eigentlich wieder europäische Geschichte fühlbar und auch eigentlich dann auch bearbeitbar. Frau Eber. Ja, vielleicht kann ich auch noch mal diesen Aspekt unterstreichen. Also Komplexitätserfahrung oder historische Komplexitätserfahrung durch die Zuwendung zu persönlichen Geschichten und Biografien. Und gerade im Hinblick auf die jüdischen Flüchtlinge, das ist mir schon wichtig, auch also nach dem Hitler-Stalin-Pakt. Es gab sehr viele jüdische Flüchtlinge, die, nachdem die Wehrmacht einmarschiert ist am 1. September 1939, gen Osten geflohen sind und dann in das sowjetische, dann nach dem 17. September das sowjetische Besatzungsgebiet sozusagen, und dann wieder zurück wollten und wieder zurückgeflogen sind, geflohen sind. Also es gab an diesen Grenzbrücken, im Schemmischel weiß ich das, weil da habe ich das mal historisch untersucht, wie viele jüdische Flüchtlinge von einer Seite auf die andere immer hin und her geflohen sind. Viele sind eben wieder zurück, wollten zurück ins deutsche Generalgouvernement mit der Begründung,
Im Ersten Weltkrieg war die deutsche Besatzung doch auch gar nicht so schlecht. Das liest man immer wieder auch in der Forschungsliteratur. Die haben nicht gewusst, dass sie in den Holocaust rennen. Und diejenigen, die auf der sowjetischen Seite geblieben sind, sind häufig deportiert worden. Und das Schlimme an der Geschichte ist eben, sie sind dem Holocaust durch die Deportation entkommen. Ja. Und das gehört zu dieser Komplexität dazu. Also sie sind deportiert worden im Stalinismus und haben so überlebt. Während diejenigen, die dachten, die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg lehrt, so schlimm ist das nicht unter deutscher Besatzung, gehen in den Holocaust. Die konnten das nicht wissen zu dieser Zeit. Also, und es gibt noch dazu eben diese deutsch-sowjetische Flüchtlingskommission, bei der es auch um den Umgang mit den jüdischen Flüchtlingen geht. Also man, so, das ist eine komplexe Geschichte. Und der letzte Punkt, der zweite vielleicht nur, ich denke, wir haben heute viel über Realpolitik geredet. Ich freue mich darüber auch, weil ich finde, dass diese real- und geopolitische Seite des Hitler-Stalin-Paktes unterbelichtet ist. Und würde nur sagen, eine spannende Frage, warum wird am 17. September nicht der Sowjetunion der Krieg erklärt, sondern Großbritannien und Frankreich machen es am 3. Nur gegenüber Hitler-Deutschland. Ich glaube, kann man ganz viel drüber streiten. Ich glaube, ein Grund ist eben auch wirklich ein geopolitischer, man hält sich das Bündnis mit der Sowjetunion offen. Es geht gegen Hitler und es könnte ja sein, was dann 41 auch so ist, dass man dann nochmal mit der Sowjetunion ein Bündnis schließt. Das ist eine realpolitische Überlegung. Also ist eine Begründung, es gibt mehrere sicher. Herzlichen Dank. Wir müssen jetzt noch nicht total auseinandergehen, weil die Bundesstiftung ja noch Getränke mitgebracht hat, die wir Ihnen dann hier vor dem Saal reichen werden. Erstmal herzlichen Dank ans Podium. Und ich möchte noch sozusagen zwei Werbeschleifen hinterher schicken. Einmal zu dem Thema der Realpolitik. Hier unter uns ist Frau Tischler. Ah, ja. Herr Rohler, darf ich dich bitten, einmal aufzustehen? Frau Tischler macht einen fulminanten Dokumentenband zusammen mit einem Kollegen aus Moskau, Sergej Slutsch, in einer Reihe, die sich der deutschen-sowjetischen Beziehung zwischen 1933 und 41 widmet. Und dieser dritte Band wird jetzt im Oktober erscheinen. Und da geht es genau um den Hitler-Stalin-Pakt. Dokumente aus deutschen und russischen Archiven. Also Frau Tischler ist da, die können Sie fragen. Und der letzte Aspekt, der fällt sozusagen uns zu. Kommen Sie ziemlich genau in einem Jahr wieder. Wir bereiten eine Ausstellung zum Thema Hitler-Stalin-Pakt vor, zusammen mit der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, dem dortigen Osteuropa-Lehrstuhl, und werden Sie natürlich passgenau im nächsten Jahr im August hier in Karlshorst präsentieren. Jetzt sind Sie aber erstmal in diesem Jahr hier auf einer und in der Bundesstiftung Aufarbeitung. Anna, willst du noch was sagen? Also danke an die Stiftung, schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie noch einen Moment und dann auf jeden Fall ein Wiedersehen in der Kronenstraße. Ich würde noch... Ich würde den Werbeblock noch ein bisschen erweitern, und zwar lade ich herzlich ein, am 23. September, also am Mittwoch, gemeinsam zu gedenken. Also wir haben zumindest erreicht in der Leistikostraße, dass wir einen Kranz niederlegen dürfen, und dann gehen wir ins Nebengebäude und da wird die Botschafterin Litauens einen Vortrag halten zum 23. August. Dazu lade ich also herzlich ein. Gut, jetzt aber Getränke. Ja. Ja. Schön, dass Sie da sind.